Okay. Wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Hola! Oh! Ihr seid hier in der Kuckucksuhr eurer Familie. Wieso? Mel, du wünschst dir, dass du dich klonen könntest. Und jetzt kannst du es! Und Cody, du hast kein Zeitgefühl. Nun wird es dir möglich sein, die Zeit zu kontrollieren. Juhu! Wow! Sieh dir das an! Wow! Oha. Ja? Jetzt hast du zwei Nervensägen von mir. Toll. Bin ich das? Das sind wir beide. Ganz genau. Aber wie ihr sehen könnt, seid ihr auf getrennten Gleisen. Nicht miteinander verbunden. Folgt diesen Gleisen und sorgt dafür, dass sie sich wieder treffen. Vergesst das nicht. Wenn ihr das schafft, erhaltet ihr euren ersten Teil von Rosies Brief. Viel Glück! Also du musst jetzt erstmal, warte, Klon zurücklassen. Jetzt diesen Holzfiguren folgen. Ich meinte, die zwei müssen sich treffen. Ja und? Tun wir es einfach. Wir brauchen Rosies Brief, um den Zauber zu brechen. Und ab geht's. Ah. Hey, vielleicht kannst du die Tür mit deinem Klon erreichen, bevor sie sich schließt. Mit was für einem Klon? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich das mache. Ah, oder? Ich habe eine Idee, Warte. Warte. Jo. Gibt mir irgendwie Vibes von Simsalagrim, wo die auf dem Buch fliegen. Von was? Habe ich nie gesehen. Simsalagrim. Habe ich auch nie gesehen. Ist das eine Serie? Ich habe keine Ahnung. Mann, Tobi, du musst doch sowas wissen, was deine Zuschauer gucken. Warte mal. Hier. Schon sagen. Echt beeindruckend. Musst du wieder rüberkommen? Ja, wer auch immer das entworfen hat, musste genau was. Ich kann ja hier unten lang. Okay. Ah, hier oben kann man auch irgendwo lang. Da oben ist ein Knöpfchen. Ah, ich kann das Teil hier wieder reparieren. Ja, aber wie kommen wir da oben rechts an den, links an den Knopf? Das kannst du vielleicht von da drüben aus machen. Warte mal. Guck mal, du kannst dich mit deinem Klon vielleicht... Weißt du kannst du vielleicht auf den Kopf vom... Kannst dich da irgendwie festhalten. Hast du es gerade gesehen? Ja, aber ich kann mich da nicht dran festhalten. Nicht? Ja, dann hättest du mir das... Mach mal wieder hoch. Naja, okay. Das aber ich glaube, du musst dich da trotzdem irgendwie... Ich bin mir zu vielen Prozent sicher. Aber ich kann mich da nicht dran fest. Wow. Ich kann mich nicht am Kopf festhalten, leider. Aber das steht doch da. Wo steht denn wo? Da steht nichts. Wenn du auf mein. Da steht doch halten. Ja, aber dann dem bin ich hier unten. Trigger. Ja, hier. Dann steht er hier unten. Der steht aber nicht auf dem Kopf. Ach so. Ich
wäre dir sehr verwundert, wenn du das erste machst, wenn ich auch wieder auf sicheren Boden stehe, Willi. Nein. Ich merke das schon. Was sind denn? Und damit hallo, wie wieder da, wie bitte. Warte, wie hieß die Serie? Ah, warte mal. Doch, ich habe eine Idee. Okay. Was ist, wenn du deinen Klon da hinstellst und dann vielleicht auf dem Teil landest, weißt du? Das kann ich probieren. Das ist ja hier hinten dann, ne? Ja. Und jetzt dich portest. Oh shit. Hä? Okay. Ja, das war kein Port. Du hast einen Klon da reingesetzt. Geiles Game habe ich mit der Freundin auf der PS gespielt, glaube ich. Das ist also bockt echt. Ja, jetzt kannst du nochmal. Machen wir nochmal? Oder ist da irgendwas auf. Ach, da ist da irgendwas aufgegangen. Da ist die Tür aufgegangen, ja. Okay, okay. Komm ich da so. Was für eine schöne Eule! Kaputt. Hier, guck mal, so sieht die aus. Oh, und dann kam das Ding runter, oder was? Und dann bam. Simsala Grimm hieß das übrigens, Sepp. Achso. Kann man hier irgendwas machen mit dem Ding? Wow. Du hast mich getötet. Achso, und jetzt musst du das wieder loslassen. Genau, ich lass los und dann musst du bumm. Und dann kann ich dich hier hoch. Und dann machst du deinen Klon. Yes. Ziehen muss? Ah, die Serie kenne ich. Yes. Sind die Märchen der Gebrüder Grimm familienfreundlich aufbereitet? Okay, kenne ich gar nicht. Habe ich irgendwas gemacht? Also, ja, ich komme wieder runter. In deine Richtung, glaube ich. Oh, ich bin schon unten. Das ist, ja. Ah, okay. In das Finger? Ich glaube, wir müssen alle drei. Die müssen quasi gleichzeitig, oder wie? Alle drei müssen zumindest oben sein, glaube ich. Und dann musst du mit deinem Klon da gleich nochmal hin. Ja, mit meinem Klon, ich kann mich ja nur rüber teleportieren. Ja, mach das mal. Dann sind ja alle drei oben. Oh, howdy, sieh dir den in der Mitte an. Das kannst du jetzt mit der Zeit zurückstellen. Genau. Hab dir was auf WhatsApp geschickt, als ob du die nicht kennst. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. So wie ich kein japanisches Barbecue kenne. Wow. Wie cool. Und wie schön. Aber wo sind die Holzfiguren? Weg. Was? Haben wir sie schon verloren? Oh, und jetzt? Weiß ich nicht. Sagte das Buch, was wir machen sollen, wenn wir die Dinger aus den Augen verlieren? Nein, er hat immer nur weiter über die Zeit gequatscht. Ja, leider. Wieso hast du ihm zugestimmt? Naja, es ist wahr. Ja, von wo? Wann wurde das denn released? Cody, denkst du wirklich, dass ich mir aussuche, nicht zu Hause zu sein?
Keine Ahnung. Aber ganz genau so ist es. Und das schon lange. Ich hab doch keine Wahl. Na, uns. Was meinst du? Wenn ich meinen Job verliere, dann verlieren wir alles. Okay. Aber wenn du nie da bist, verlieren wir uns. Also habe ich nur eine Lose-Lose-Situation? Da sind sie. Los, folgen wir ihnen. Hört der nicht so gut für mich. Hui. Oh, da ist eine Glocke. Ah, okay, warte. Wir müssen diesen Figuren weiter folgen. Du bist mir irgendwie dicht auf den Hintern, mein Freund. Ich finde ihn heiß. Mein Holz-Ass findest du heißer als mein Holz-Ass? Also, auch die Figuren brauchen unsere Hilfe! Wuhu! Nicht hin. Ach, hier kann ich die Zeit zurückdrehen. Das ist ja gar nicht so weit weg von den Figürchen hier, oder? Also, ich kann hier irgendwie sowas machen. Aber kannst du die... Wolke irgendwie in eine andere Richtung bewegen? Ja. Dann kann ich mit meinen mit dem Holzregen die Holzflammen löschen. Kannst du da oben rauf? Ja. Muss weiter runter? Achso, okay. Ja, stimmt. Wieder mal Erfolg gehabt. Und weg sind sie. Ich frage mich, wo sie hin wollen. Mach das nochmal, muss ich vielleicht rüber? Ich weiß nicht. Ich müsste eigentlich... Au. Ich glaube, du musst die Zeit anhalten. Ja. Aber ich kann das... Ich kann das alles nicht mehr. So, jetzt. Ah, ja, okay. Lass das mal runter. Lass beide mal runter. Oh, shit. Ich hab... Einmal, warte. Seht euch diesen hübschen Holzkerl an. Der sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Hey, bleib an den Figuren dran! Alles klar. Dann öffne jetzt einfach das Tor. Sollte ein Klack sein. Ich muss hier mitdrehen. Wir müssen auf die Uhr da oben, glaube ich, achten. Ja, stimmt. Du hast den Minutenzeiger, ich den Stundenzeiger. Mhm. Er dreht ihr aber am Rad. Wie sollen wir ihnen jetzt folgen? Upsi. Hör auf zu jammern. Finden wir einen anderen Weg. Okay. Ich hab nicht gejammert. Und damit werde ich mich ins Bett begeben. Alles klar, gute Nacht. Gute Nacht. Ich bleibe treu. Oh, Kicher, du bist mein treuer Held. Nach Tobi natürlich. 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 Außer er benimmt sich wieder nicht. Wow. Wow. Dieser Uhrenturm ist riesig. Ist das unser Ziel?
Ganz genau. Aber um hineinzukommen, müsst ihr die Geheimnisse der kleineren Türme lüften. Uno, dos. Das musst du sagen, du willst auch Sex mit ihm. Nur eine Idee. Warum lässt du uns nicht in den großen Uhrenturm? Und das sofort. Ja, wir müssen so schnell wie möglich zurück in unsere echten Körper. Geduld, May. Zeit ist eine Illusion. Es gibt nur das Jetzt. Ja! Sagen nichts anderes als jetzt. Alles geschieht. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Fühlt ihr es? Oh ja, ich fühl's, dass du extrem nervig bist. Genau jetzt. 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 Hey, Buch. Was ist das für eine komische Kugel? Ja, das, meine Freunde, müsst ihr selbst herausfinden. Wow, Alter. Cody, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diese Vögel nutzen. Oh, wir können auf Vögeln fliegen. Okay. Ich will zuerst reiten. So, die können fliegen. Natürlich können sie das. Das sind Vögel. Klar, aber die sind aus Metall. Genau wie Flugzeuge, Cody. Schon klar, Frau Schlau-Schlau. Aber das sind keine Maschinen. Okay, man kann nicht durchfliegen. Das sind fliegende Vogelmaschinen. Ich glaube, ich sehe auf dem Turm einen Landeplatz. Sieh dir den Kann ich Turm absteigen? Oh ja. Ich könnte hier dort landen. Kommst du klar? Nein. Kommst du mit zu mir rüber? Kann ich machen. Ja, nur wenn du klar kommst. Bin hier. I need you. Weil alleine kann ich mich hier abschrammeln, wie ich will. Du musst einfach nur abwärts fliegen und dann kannst du landen. Oh, ich wollte weiter fliegen. Spoiler liegt weiter. Ja, dann viel Spaß. Ja, danke, danke. Wir sehen uns dann Mittwoch. Was ist Mittwoch? Mittwoch ist wieder ein Tag, wo ich in der Firma sein werde. Ach so, ist dein Arbeitskollege. Ach so. Ja. Hä, was ist denn? Ah, das da oben ist das Licht. Ah ja. Oh. Okay, warte, ich geh rüber. Okay, wait a second. Doch. Du musst jetzt quasi da rüber und ich muss die Farben ändern. Das. Achso, doch, das änderst du auch. Okay, ich war mir nicht sicher. Also, Kinderspiel! Wie komme ich jetzt weiter? Du musst dich stampfen, ne? Ah, und jetzt kann ich die Farben selber bestimmen. Ich hab's mal auf blau gestellt. Jetzt stelle ich auf rot. Okay, jo, das war ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen. Ja, okay. So, ich stelle jetzt. Oh. Bleib auf rot. Ja, jetzt. Ja. Wie ein Spaziergang im Park. Tischtennis, Mist. Also mit Mittwoch jetzt, meinst du? Mittwoch ist auch? Nee, Mittwoch morgen ist Tischtennis. Ja, morgen ist Tischtennis. Mittwoch bist du mit mir unterwegs. Yes. Ansonsten wäre ich tatsächlich beim Tischtennis. Ja, tatsächlich, ja. Sonst wäre ich die ganze Woche gefühlt beim Tischtennis. May, ich mag diese komischen Lichter nicht. Tischtennis. Ist Tischtennis irgendwie ein Codewort für irgendwas? Ja, absolut. Ein Teil dieser Antwort würde dich verwirren. Ich glaube, wir brauchen sie. Brauchen? Wofür? Wow. Um das auszuschalten. Okay. Okay, wir brauchen jetzt die kleinen Insekten, um das auszuschalten, irgendwie, Orwa. Flieg, Vöglein, flieg! Wir müssen, glaube ich, jetzt an das andere Ende nochmal. Nein, wir müssen diese Insekten einfangen, glaube ich. Mal sehen, was du drauf hast. Okay. Ah, nein. Wir müssen auf den kleinen Turm. Oh, das wird chaotisch. Auf den kleinen Turm da drüben, genau. Okay. Zielen und Bombe werfen. Achso.
Ich dachte, man muss sie einfach nur fallen lassen. Aber naja, man kann doch zielen. Kaputt. Das wird dir wohl anders aufgetischt. Natürlich Tennis. Wow. Ich dachte, du wolltest ins Bett. Ich kann verstehen, dass man nicht ins Bett möchte. Neun. Oh. Upsi. Bin doch im Bett. Ach so. Ich bin okay. Oh, muss mich mit ins Bett genommen. Pass auf, dass mein Freund da für mich erfährt. Eine gruselige Höhle. Lass uns schnell von hier abhauen. Warte, wir müssen erst die Rätsel lösen. Was ist das? Du klingst ja wirklich begeistert. Na ja, diese Symbole sehen interessant aus. Sieht so aus, als könnten wir die reinhämmern. Müssen wir die alle reinhämmern? Ich kann nur noch ganz was anderes reinhämmern. Okay. So, wir müssen hier mal, glaube ich, weiter. Okay. Ich hab dich hier mal so eine Brücke gebaut. Dankeschön. Ein Geist! Es ist nur eine Skulptur. Mega gruselig. Könntest du mir die wieder machen? Ja. Musst du die Symbole drücken in richtiger Reihenfolge, glaube ich. Na dann. Auf geht's. Wespe oder so? Wespe. Taube, Vogel, wie auch immer. Vogel. Dann Katze. Katze. Mond. Mond oder Hund? Mond. Sicher? Ja, weil das 5 Uhr ist. Ach so, okay. Ja, okay. Dann Hund. Und dann Sonne. Okay. Ich hab nur die Symbole gesehen. Ja, aber mir klar. Du hattest es falsch gemacht. Nein, eigentlich bist du auf meinem Fernseher und ich schreibe mit der Wireless-Tastatur. Ist natürlich auch smart. Oh, schön, dich wiederzusehen. Naja, ich dachte, ich nehme mir Zeit für dich. Wow, du nimmst dir Zeit für mich, Tobi. Jetzt müssen wir wieder Insekten fangen. Mit den kleinen Vögleins. Ja. Ich bin erst da. Warum tust du sowas? Was denn? Ich habe aufs Gaspedal gedrückt. Warte mal, die bleiben ja eng. Ach nee, die sind hier unten. Okay. Irgendwie bist du nützlicher wie ich. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt ja wohl. Stimmt doch gar nicht. Das stimmt ja wohl. Das stimmt doch gar nicht. Kannst du irgendwas hier noch machen? Mit den Zeigern da? Nö, irgendwie nicht. Kannst du hier irgendwie... Oh, warte mal. Ist wieder gemein zu mir. Das stimmt ja gar nicht. Was? Müssen wir ihnen wirklich folgen? Ja, oder wir kommen nie hier raus. Gut.
Ladies first. Ja, ich habe den Blick gerade in der Cam gesehen. Yay. Komm du hier mal her, du. Dann kriegst du noch einen ganz anderen Blick ab. Hey, bewegt sich die Wand etwa? Ja, lauf! Wohin soll ich denn laufen? Lauf einfach. Lauf, okay. Hey, tu doch was! Was? Ich? Tu du doch was! Ich kann es nicht verlangsamen! Hilf mir doch jemand! Kannst du hier irgendwas mit den Dingern machen? Ich kann gar nichts mit irgendwas machen. Ich auch nicht. Das hättest du machen müssen, ja. Jo! Was hätte ich machen müssen? Nee, dein Dings hier irgendwo hin. Weißt du, dass du von hinten rangehen kannst? Ja, genau so. Dann. Ah. Beeil dich! Wow, ich dachte fast, wir schaffen es nicht. Fast? Ich habe uns schon als Briefmarke gesehen. Bitte sei still. Bis hierhin jedenfalls. Bonk. Ja, ihr habt das nicht gecheckt, was ich machen soll. Wieder was kaputt gemacht? Ich? Ja. Ich sag nur mein Badezimmer. Ja, dein Badezimmer ist einfach kaputt. Nachdem du damit fertig bist, auf jeden Fall. Kommst du mit? Ja. Nee. Wir müssen den Figuren folgen. Ja. Ach so. Und all die coolen mechanischen Teile. Aber ohne wirkliche Funktion. Dieser Ort ist zwar wunderschön, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Warum muss sich immer alles einen Sinn ergeben? Mann, bist du langsam. Ich muss was verstehen. Das bist nicht du. Ich bin ja auch ein Tonklub. Oder vielleicht kann man einfach nicht alles erklären, was im Leben passiert. Ja. Oh, der Gedanke gefällt mir gar nicht. Kommen Sie in Gang, Herr Goggles. Nee. So. Bini, schieb anders. Anders herum, okay. Cody. In die alte Richtung. Hast gehört? Das ergibt aber keinen Sinn. Doch, ich bin die Ingenieurin, ich habe immer recht. Ach so. Der Kerl gefällt mir gar nicht. Entspann dich, er kann sich nicht bewegen. Ich bezweifle stark, dass der nur Deko ist. Er ist offensichtlich ein Torwächter. Ja, ein Torwächter. Mit und dein Schlüsselmeister. Schlüssellöcher. Sieht aus, er ist ja wirklich ein Meister, lol. Ich dachte jetzt gerade nicht an Ghostbusters. Okay, was müssen wir machen? Oh, da drüben kann man weiter das. Wie kann ich wieder die Zeit zurückdrehen und so? Fangen wir mal hier, glaube ich, an, oder? Oh. Wow. Ich dachte, du wärst schon oben. Nano, du wolltest mich nur zerquetschen. Gib's doch zu. Nein. Gib's doch zu. Nein. Hättest du da drin auch schon was machen können? Ja, wahrscheinlich hätte ich... Ah, einfach nur loslassen. Okay. Cool. Wird alles für einen Sinn, aber ihren eigenen Sinn kennt sie auch nicht. Arsch. Geh doch selbst rein. Kann ich nicht. Ist das mein Problem? Mal lässt du mich sterben. Okay, aber das so weit. So lange? So weit kann ich das also nicht zurückdrehen. Ja, es dauert zu lang. Oh, warte, nicht. Kann ich vielleicht das so teilweise nur machen? Okay, warte. Was ist das? Oh. Was macht das? Das macht das. Ja, aber... Okay, das war ein bisschen zu früh, okay. Ja. Ja. Ich bin immer durchgenudelt, ey. Bist du weit? Ja.
Schlüssel! No? Ah. Warte mal, nehmen wir wieder hoch? Nehmen wir wieder hoch? Ja. Oh, scheiße. Alter Knopf. Ja, das ist nicht so drauf. Kannst du es jetzt hochnehmen? Ah, okay. Nehmen wir nochmal runter. Jetzt wieder hoch. Anderen Seite machen. Also. Ist Zeit und Raum nicht ein spannendes Konzept? Theoretisch schon. Ich glaube, da bedienen sich auch viele Spieleentwickler dran. Du hättest auch einfach nach rechts machen können. Ja, hätte Fahrradkette. Was war das? Das war voll geglitscht. Das ist voll das Cheaten, was du machst. Wo ist das denn Cheaten? Das ist voll das Cheaten. Oh, nein. Ich hab auf dein Bildschirm geguckt. So, was kannst du denn tun hier? Klon hinstellen? Jawohl. Ei, Sir. Ich muss... Nee, warte mal. Geht diese Platte hoch, wenn das Ding ganz unten ist? Ja. Dreht sich das? Okay. Ich sehe die Schlüssel. Ich hätte noch weiter gedreht. Wenn du durch ihn stirbst, dann hast du das Zeitliche gesegnet. Wow. Oh. Oh, nein, das war nicht gut. Andere Richtung. Ich kann das doch nicht alleine. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Guck mal, der dreht. Ein Schwert. Der Torwächter, ja. Und der Schlüsselmeister zugleich. Mhm. Oh, ein Stier. Ja. El Toro. Es ist ja auch Dr. Kim, ne? Mhm. Oh, ist doch wirklich ein Stier. Was ist das? Keine Ahnung, aber es lebt. Oh nein. So,
Kapulle. Ich bin nicht wirklich rot, ich bin eher orange. Ich glaube kaum, dass es den Bullen interessiert, Cody. Geh mal weg von hier. Okay. Kannst du den irgendwie da so... Hey, vielleicht kannst du ihn mit deinem Klon austricksen. Da kommt ja, der ja. Das ist aber nicht dein Klon. Aber ich hatte einen Klon extra hingestellt vorher. Bin ziemlich sicher, dass ich... Oh. Dein Kaffee sieht aus, als könnte sie ihm wehtun. Oh, er stürmt gleich los. Hey, Bulle! Jetzt der Boss, hä? Nur noch ein paar Treffer, May! Sobald du Zeit hast, kannst du es wieder umwandeln. Pass auf, May! Oh, jetzt hat sie viel Fuck. Das war ein harter Kampf. Oh, ich bin fix und fertig. Ja, aber wir bleiben lieber in Bewegung. Komm! Du hast da, so ein... Ja. Wenn du jetzt hier die Zeit zurückdrehst... Das war's. Kannst du den Stierkopf? Gar nichts. Hm. Ah! Oh, ah! Jetzt bin ich runtergefallen. Entschuldigung. Hallo. Hi. Oh, fuck. Och, Mann. Warte mal. Komm mal hier auf... Ja, ich bin schon da. Genau. Oh mein Gott, das war aber close, glaube ich. Nee, das ist eine... Linkstafel. Benutzt das hier, Cody! Arbeit. Wenn wir nur durch die Mitte durchgehen, dann sollte uns ja nichts passieren. Theoretisch. Passiert irgendwas, wenn ich hier stehe? Es dreht sich irgendwas, aber ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.
Achso, doch, die werden enger, glaube ich, oder? Naja, das kommt mir nur so vor. Nee, das hat hier irgendwas anscheinend mit zu bedeuten, ja. Ben, kannst du weiter geradeaus einfach gehen, wenn ich hier gleich drauf drücke? Ach so, da ist ein Tor dazwischen. Was hast du denn da in der Mitte? Das da, genau. Ich kann damit nichts machen. Ach, oh. Okay. Oh, ich kann schieben. Smart. Wenn du einmal hier stehen bleibst, ja, dann kann ich meinen Klon da oben platzieren. Und dann kannst du da hinlaufen. Oh, da sind die Figurchen wieder. Ja. Da ist ein Tier. Ein Zeiger. Oh, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich auch nicht. Was? Hey, du sollst mich doch beruhigen. Nicht beruhigen? Diese Uhr wird uns gleich zu Hackfleisch verarbeiten. Okay, wenn du mich nicht beruhigen kannst, dann sag bitte lieber nichts. Halt bloß nicht. Ach. Was ist das denn? Das ist ja voll gemein. Das ergibt keinen Sinn. Jo, überlegt er sich ja zwischendurch mal anders. Ja. Ich schlage uns echt gut. Bleib dran. Du musst dranbleiben. Ich hüpfe wie ein Dummi. Gleich oben. Es geschafft! Wuhu! Wir haben es geschafft! Yay! Yeah. Wir sind gut! War das der Kuckuck? Nein, der Kuckuck, ich will gar nicht wissen. Ich will nur hier raus. Wahrscheinlich. Toni, wie witzig. Oh. Ihr dacht, können wir auf den reiten? Hm? Halt ihn mir auch, ich sehe ihn nicht. Da ist er. Das war knapp.
Boing. Okay, okay. Geschafft. Gut gemacht, Cody. Danke. Ja, da sind sie. Dann los. Das hätte ich nicht tun sollen, okay. Runtergeschossen. Nein. Pass auf! Ich sehe mich immer kaum. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Nur weil du dich wieder so breit machst. Ich mach mich breit. Ja. Aha. Was zum Teufel, mach dich bloß nicht hier zu breit. Was machen wir jetzt? Vielleicht ist das unser Aufweg. Aua. Oh, ich dachte, ich kann mich dazwischen quetschen. Oh mein Gott, was passiert hier? Da war mal Fusch, du. Huschen und Fädeln. Vielen Dank für dein Follow. Musst du erstmal lesen, wie der Name lautet. Was ist passiert? Warst du das, Cody? Nein, nein. Ich glaube, der Uhrenturm spielt mit uns. Der Uhrensohn, ja. Ja, nö, ist klar. What the fuck? Oh Gott. Oh no. Oh, ist das nice. Aber ich hab ne Idee. Wir müssen die. Genau. Genau. Alter Schwede, ist das nice. Fuck. Und das wird immer mehr. Oh, ich sollte auch da weggehen, ne? Hab mich selber wieder getroffen. Zu übertreiben? Ja. Cody? Geht es dir gut? Machst du das? Ja. Was ist das? Oh mein Gott. Ich kann hier zeitlupenmäßig Dinge tun. Ich begebe mich dann zum Herzen der Uhr. Oh mein Gott! dieses Zeitlupenspringen, ne? Ist richtig ätzend. So. Ja. Nee. Da drauf, glaube ich, oder? Oder kommst du da gerade her? Eigentlich schon, oder? Mach mal. Wo möchtest du überhaupt hin? Ich möchte den da oben anscheinend. Ich glaube genau, auch, ne? Genau, da. Und jetzt wieder zurück. Wollen wir darüber reden, wie geil seine Fähigkeiten sind im Gegensatz zu deiner? Ich kann mich teleportieren, er nicht. So. Jetzt weiter? Beeil dich, May! Das wird heftig! Du machst das
ist klasse, Toni! Ich bin fast da! Echt, wa? Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn fast da? Uhrenmitte. So, irgendwie zur Uhr. Ja, aber wo kann ich hier jetzt weiterspringen? Da. Hier vorne, nee, andersrum, oder? Andersrum. Ah. Da drauf. Okay. Yeah, I'm from Germany. Ja, da drauf. Und jetzt kann ich hier in die Mitte, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Ja. Aha. Howdy! Jetzt aber sollte jetzt kein Urteil sein. Oh, oh! Jetzt musst du für dich, glaube ich, selber irgendwas machen. Ach so. Ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Ah, okay. Oh, nice. Fuck! Oh, that's nice. When, in Osha do you live? Australian, oh, sorry, I'm sorry. Ah, haben klasse, wir uns jetzt den Brief Teamwork! Eure Beziehung ist nicht jetzt besser aufeinander abgestimmt. Fühlt ihr es, na? Sagt mir, dass es fühlt. Na los, sagt mir, dass es fühlt. Na? Ich fühle mich gefangen. Hey, hältst du dich bitte an deinen Teil der Abmachung, großes Buch der Wahrheit? Aha, okay. Großes Buch der Wahrheit. Aha, okay. Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja. Aha. Okay, los geht's!